Herr Ries, was sind so die Herausforderungen für Sie als neuer Personalvorstand bei SAP, wenn Sie aus einem klassischen Hersteller, Softwarehersteller jetzt einen Cloud-Anbieter machen müssen? Also ich denke, zunächst einmal ist es wichtig, dass wir den Weg, den wir jetzt seit 2-3 Jahren schon bestreiten, fortführen. Das heißt, konsequent jetzt mit 5 Generationen in unserer Belegschaft einfach sicherzustellen, dass wir das Thema Lernen und Führung weiter deutlich positionieren, weil das sind die entsprechenden Rüstzeuge oder Instrumente, die wir brauchen, um sicherzustellen, dass wir diese Transformation von einem klassischen ERP-Umfeld in diese Cloud-Organisation dann auch schaffen. Das geht nur mit unseren Führungskräften, das geht nur mit unserer Gesamtbelegschaft, deswegen ein klares Commitment zu diesen 2 Kernthemen. Was sind so die Herausforderungen, die besonderen Herausforderungen für Sie jetzt in diesem Umfeld dieser digitalen Transformation? Was ist Ihnen da besonders wichtig? Ja. Also zum einen ist es mir eine Herzensangelegenheit, dass wir im Personalbereich deutlich machen, dass unsere Themen die wichtige Relevanz haben und dass die dort auch bei den Entscheidern diese Themen auf den Tisch kommen. Früher war ja immer die Diskussion, hat HR einen Stuhl am Tisch? Ich würde heute sagen, wir brauchen keinen Stuhl mehr, wir können auch mit unseren Themen stehen am Tisch, weil die sind so wichtig und auch so dominant, dass jeder einzelne Geschäftsbereich genau weiß, dass nur mittels einer verbesserten Lernkultur oder einer verbesserten Führungskultur wir auch diesen Wandel dann auch schaffen. Wir sind bei SAP sehr zufrieden in der Art und Weise, wie wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motivieren. Wir haben über 94% der Belegschaft weltweit, die sagen, sie sind sehr stolz, bei SAP zu arbeiten. Das ist auf der einen Seite ein extrem hoher Wert, auf der anderen Seite aber auch eine Herausforderung für uns in der Zukunft, um das auf dieser Richtung auch zu halten. Und eben, das ist ein gutes Stichwort, was tun Sie, um diesen Wert zu halten? Was sind so die Vorhaben für die nächste Zeit, die besonderen Herausforderungen? Also speziell für die neuere Generation müssen Sie alles tun, damit die Digitalisierung nicht am Arbeitsplatz aufhört. Das heißt, das Thema soziale Netzwerke, das Thema Mobile ist für diese Generation so wichtig, dass wenn Sie das nicht anbieten in dem tagtäglichen Arbeitsumfeld, sind Sie einfach nicht als sogenannter Employer of Choice auf dem Radar dieser neuen Generation. Sehr wichtig für uns. Wir haben in über 70 Ländern weltweit Preise dafür gewonnen, dass wir diese Transformation treiben. Und auf der anderen Seite müssen wir auch sicherstellen, dass wir die sogenannten Digital Immigrants, also unsere Generation, dass wir die nicht abhängen. Dass wir auch dort Möglichkeiten und Lösungen anbieten, dass Menschen, die schon 20, 25 Jahre gearbeitet haben, nicht das Gefühl haben, es dominiert jetzt ausschließlich nur noch die neue Generation, sondern dass sie wirklich über diese Generationen, 5 an der Anzahl, sehr intensiv zusammenarbeiten. Und das ist eine sehr große Herausforderung. Vielleicht letzte Frage noch. Haben sich dann so die, angesichts dieser ganzen Veränderungen, haben sich aus Ihrer Sicht dann auch die Anforderungen oder Ihre Anforderungen an die neuen Mitarbeiter verändert? Gibt es heute Sachen, auf die Sie mehr Wert legen als früher? Absolut. Also ich denke gerade das Thema interkulturelle Zusammenarbeit, über die wir über Jahrzehnte im Personalbereich sehr häufig diskutiert haben, ist jetzt Realität. Bei SAP nehmen Sie das Beispiel, wir haben knapp 67.000 Mitarbeiter weltweit. Davon sitzen in Anführungszeichen nur 17.000 in Deutschland. Wir können gar nicht ohne diese Verknüpfung im internationalen Aspekt, um wo wir auch berücksichtigen müssen, wo kommen wir her, welche unterschiedlichen Kulturkreise haben wir, können wir gar nicht erfolgreich arbeiten. Weil ultimativ müssen wir Innovation treiben für die Zukunft. Und es geht am besten, indem Sie einen sehr diversen Ansatz mit sehr unterschiedlichen Meinungen von der ganzen Welt in ein Team vereinigen. Und das macht die Stärke und die Innovationskraft der SAP Stand heute aus. Vielen Dank. Sehr gerne.